Moin Leute, hier gibt es jetzt für euch die Pressekonferenz von Nintendo zusammengefasst, die auf der Electronic Entertainment Expo, kurz E3 oder E3 2012 stattgefunden hat, also gestern, ich nehme das einen Tag später auf. Ich will euch das ganze Ding kurz zusammenfassen und natürlich auch noch meine eigene Meinung dazu sagen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. Oh mein Gott, Nintendo, was habt ihr denn da abgeliefert? Ganz im Ernst, das war richtig schlecht. Ich bin saumäßig enttäuscht von der Pressekonferenz. Ich habe mir viel, 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 viel mehr erwartet gehabt. Und davon wurde eigentlich fast gar nichts erfüllt. Nur wirklich ein kleines bisschen. Ich bin saumäßig enttäuscht, was sie da abgezogen haben. Also keine gute Pressekonferenz. Für mich Nintendo auch einer der Verlierer der diesjährigen Electronic Entertainment Expo in Los Angeles, ja. Schlimm. Naja, aber es hat eigentlich ziemlich cool angefangen gehabt, und zwar mit Pikmin 3. Man hat so, also der Einstieg war wirklich sehr cool, man hat so im Backstage-Bereich gesehen, wurde gefilmt, ich weiß nicht mehr, was der eigentlich, der Herr Miyamoto, glaube ich, ich weiß es nicht genau, ich weiß gar nicht mehr, wer das jetzt war. Auf jeden Fall um ihn herum im Backstage-Bereich so ganz viele Pikmins, die da irgendwas machen, wie so, ja, kleine Ameisen kamen die einem vor. Einer ist dann bei ihm auch in die Tasche gesprungen, im Anzug. Er hat dann auch einen Pikmin auf der Bühne gehabt, aus dem Anzug raus. Sehr, sehr cool gemacht. Auch das Spiel hat mich fasziniert. Es sah sehr schön aus. Nicht nur grafisch-technisch, sondern auch gameplay-technisch natürlich wieder. Ja, man kennt ja die Serie, also man sollte sie jedenfalls kennen. Auf jeden Fall mal gespielt haben oder so. Sieht sehr, sehr gut aus. Es gibt neue Pikmin. Man hat diesmal mehrere Spieler irgendwie, beziehungsweise mehrere Charaktere, nicht nur Olimar. Und es sieht sehr, sehr cool aus. Also ich freue mich schon sehr auf das Spiel. Für mich auch einer der Hits überhaupt auf dieser Pressekonferenz. Sah sehr, sehr cool aus. Das zweite, was kam, war New Super Mario Bros. Wii, also Mario Bros. Für die Wii U. Nein, New Super Mario Bros. U heißt's. Ich weiß nicht, wie es genau heißt. Auf jeden Fall Super Mario Bros. Für die Wii U. Grafiktechnisch auch schön natürlich, aber es war jetzt nichts Überraschendes, war ganz normal, was man kannte. Also war ja klar, dass Nintendo da irgendwie was mit Mario heute bringt. Dann kam auch schon der erste Third Party Publisher, hat seine Spiele angekündigt, und zwar war das Warner Brothers bzw. WB Games, wie die das da so schön gesagt haben. Und zwar erstmal mit Batman Arkham City, kommt auch für die Wii U raus in einer extra Version, wo noch ein bisschen Schnickschnack mit dabei ist. Ja, ist schön, ist natürlich ein super Game, aber ich sag mal so, wenn die Wii U rauskommt, ist das Ding auch schon über ein Jahr alt, das Spiel, und im Ernst, da kaufe ich mir lieber für die PlayStation 3 für 10 Euro oder so. Das zweite, was sie gezeigt haben, hat mich aber sehr gefreut, und zwar war das Scribblenauts Unlimited. Scribblenauts, auch eine super Spieleserie, erscheint übrigens auch für den 3DS. Ein neues Scribblenauts wurde gezeigt, dann später. Ja, freue mich auch schon tierisch drauf. Auch ein sehr schönes Spiel. So, und danach ging es eigentlich saumäßig bergab, finde ich. Dann kam Nintendo wieder und hat ein neues Wii Fit vorgestellt. Und zwar für die Wii U. Absoluter Müll mal wieder, was sich kein Mensch kaufen will. Also ich will sowas nicht haben. Absolut bekloppt. Wenn ich Sport machen will, gehe ich raus auf den Sportplatz und mache da Sport oder jogge einmal ums Haus. Keine Ahnung, gehe ins Schwimmbad oder sonst was. Aber mache Fahrradtour oder so. Aber sowas echt nicht. Also Wii U echt der größte Müll. Wii Fit der größte Müll. Aber ich muss sagen, Nintendo musste das wirklich ansprechen, weil dieses Balance Board, haben sie da auch gesagt, hat sich 43 Millionen Mal verkauft. Meine Güte, wir hatten den Scheiß gekauft, mal ehrlich. Also, es war schon legitim, dass sie das gezeigt haben und auch einen Nachfolger angekündigt haben. War in Ordnung. Aber das, was danach kam, hat wirklich alles dem Boden rausgehauen. Da sind wirklich alle Fässer bodenlos geworden. Und zwar das Spiel Sing. Es heißt einfach nur Sing. S-I-N-G. Also wie das englische Sing oder das deutsche Sing. Man hat gesehen, das war so ein Trailer, wo so eine blöde Tussi stand, die hat auf dem, ja, diesem Wii U Gamepad da so einen Text abgelesen, so, hat gesungen, hat ein Mikro in der Hand gehabt, hat irgendwas gesungen, total grauvolles Lied war das, schrecklich, gar nicht meine Musik, und im ganzen Raum waren eben so Leute, die haben getanzt, und das muss man auch irgendwie bei dem Spiel, so tanzen und singen. Ich habe schon ein Statement dazu abgegeben gehabt auf Facebook, also sowas spielen nur pubertierende Zicken. Also das ist absolut nichts für mich und hat, glaube ich, keinen Menschen irgendwie angesprochen. Das war so, ich sag mal, das Nike Plus, was auf der Microsoft-Pressekonferenz Nike Plus war, war da die Enttäuschung eben Sing. Grauenvoll. Danach kam ein leichter Lichtblick,
Und zwar kam das zum 3DS, aber nur ganz, ganz, ganz kurz, weil Nintendo hat nochmal eine extra Pressekonferenz zum 3DS gemacht. Habe ich mir noch nicht angesehen. Soll ich vielleicht mal machen, weil was sie da gezeigt haben, hat mich wirklich fasziniert. Das war erstmal New Super Mario Bros. 2, was übrigens schon im August erscheint. Sah sehr cool aus. Dieses Mal wird Schwerpunkt auf Münzen gelegt. Sehr, sehr viele Münzen einsammeln. Man kann alles irgendwie zu Münzen machen. Stichpunkt Gold, hat er gesagt. Man kann auch ein goldener Mario werden. Sah sehr cool aus. Werde ich mir auf jeden Fall kaufen. Dann kamen Paper Mario Stickers. Ist halt ein ganz normales Paper Mario wieder, diesmal aber mit Stickers, wie schon der Name sagt. Sah auch wirklich richtig cool aus, auch grafisch technisch, wie das Ganze so aufgebaut war mit diesen, ja, eben wie man es kennt, als ob alles aus Papier ist. Werde ich mir aber nicht kaufen, weil es ein Rollenspiel und auch noch rundenbasiert, also gar nichts für mich. Aber falls ihr Fans davon seid, auf jeden Fall zuschlagen, sah sehr gut aus. Dann Luigi's Mansion 2 für den 3DS sah auch super aus, werde ich mir auch holen. Wird bestimmt ein lustiges Game, was sehr viel Spaß macht. Danach kam noch ein kleiner Gameplay-Trailer, wo man zum Beispiel ein neues Castlevania gesehen hat, was auch grafisch absolut top aussah, wirklich richtig, richtig gut. Und zum anderen auch Scribblenauts, das neue, was rauskommt, und noch ein paar andere Sachen, die mir jetzt nicht im Kopf geblieben sind. Aber sah sehr vielversprechend aus, also auf dem 3DS wird uns einiges erwarten. So, dann geht's wieder mit der Wii U wieder weiter, und zwar einem Spiel namens Lego City Undercover. Ich hab schon gesagt, die sollten da wirklich einen ganz abgefahrenen Humor reinbauen in dem Spiel, so dass es irgendwie fast schon USK 16 ist. So vom Aussehen her und von dem bisschen Humor, was angesprochen worden ist, könnte es echt so ein zweites Saints Row werden, ja. Aber das wird's nicht, weil das Ding wird, glaube ich, für Kinder rauskommen. So ein Open-World-Game sah auch cool aus, aber ich glaube, es wird für Kids rauskommen und dementsprechend mich auch kein Stück ansprechen, genauso wie jegliche anderen Hardcore-Gamer, Entschuldigung, die sich da einiges heute erhofft haben, gestern erhofft haben. Danach trotzdem noch ein kurzer Lichtblick. Ubisoft kam, hat das vorgestellt, was man eigentlich schon kannte. Zombie U wird ein sehr geiles Spiel, genauso wie Assassin's Creed oder Rayman Legends. Und dann gab es noch ein paar andere Casual-Games von Ubisoft, die mich nicht so angesprochen haben, wie zum Beispiel dieses Dance Central oder irgendein Sportspiel gab es, glaube ich, auch. Aber Ubisoft wird die Wii U auf jeden Fall rocken. Also von Ubisoft kommen die Spiele, die geil sein werden. Ansonsten hat Nintendo noch einen anderen Gameplay-Trailer gezeigt zu Wii U und da war dabei zum Beispiel Darksiders 2, dann das neue Aliens, was kommt. Tekken war dabei. Was haben wir noch gesehen? Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall, es war der Trailer, den wir schon letztes Jahr gesehen haben, ja. Also, ah, Nintendo, was soll denn die Scheiße? Warum liefert ihr da einen Trailer ab, den wir schon wirklich genau ein Jahr vorher gesehen haben? Und abgesehen davon, warum werbt ihr mit Spielen, die es zu dem Zeitpunkt, wenn die Wii U rauskommt, sowieso schon auf anderen Konsolen gibt? Ja, also, das war so. Das hat mich natürlich schon gefreut, weil da waren wirklich geile Spiele dabei. Aber es ist einfach so, das reizt mich jetzt nicht, die Wii U zu kaufen, weil das gibt es auch auf anderen Konsolen, beziehungsweise da gibt es das dann sogar schon länger. Stichpunkt Batman Arkham City. Ja, und als letztes, und das war so der Aufhänger der ganzen Präsentation, war Nintendo Land. Das hat in mir wirklich alles zerrissen. Ich weiß nicht, ob ich es feiern soll oder ob ich sagen soll, das ist totaler Scheißdreck. Nintendo Land ist so ein Freizeitpark und es soll einem mit kleinen Minigames im zum Beispiel Zelda-Universum oder Mario-Universum oder Animal Crossing-Universum so ein bisschen die Wii U-Steuerung ans Herz legen. Ich sag mal so, Wii Sports eben für die Wii U. Nur eben ohne Sports und mit mehr Nintendo-Zeug. Nintendo Land. Ich sag einerseits, wenn das Ding kostenlos bei der Wii U dabei liegt, wird das Ding cool, weil dann kann man sich wirklich mal ein bisschen austoben mit der Steuerung und kann alles so erfahren, weil dieser neue Tablet-Controller ist ja wirklich was Neues. Wenn es was zum Kaufen ist, Nintendo, dann ist das der größte Scheißdreck, den ihr jemals gemacht habt. Ach du Scheiße, ist das dann ein blöder Mist. Und die haben sich wirklich 10, 20 Minuten an diesem Spiel aufgegeilt und haben sich da 10, 20 Minuten ausgelassen, wie toll dieses Game sein wird. Und das war's auch. Auf meinem Zettel steht nicht mehr drauf. Mehr haben die da nicht gezeigt. Ich sag mal zum Fazit hin: Nintendo, ihr wolltet doch irgendwas für Core-Gamer machen und dann bringt ihr da nur Casual-Games von eurer Seite raus, beziehungsweise ein paar Hits, die man aber schon erwarten konnte, und dann Gameplay-Trailer, wo man nur Sachen sieht, die man sowieso schon gekannt hat. Ja, also mit Nintendo Land werdet ihr keine Core-Gamer ansprechen. Mich jedenfalls nicht. Und dann stellt ihr eine Konsole vor, aber sagt zu dem Ding überhaupt nichts. Was soll das? Nirgendwo wurde gesagt, was das Ding leisten kann. Grafik wurde nichts gesagt. CPU wurde nichts gesagt. Wie viel Flash-Speicher hat denn das Ding jetzt? Wurde nicht gesagt. Was ist jetzt nun euer optisches Speichermedium? Man hat da mal sowas munkeln gehört, aber was wirklich ist, wurde nicht gesagt. Nicht mal, ob der
ob dieser Controller mit Akku läuft oder mit Batterien, die man kaufen muss, oder ob man da selber Batterien einsetzen kann, die man aufladen kann. Es wurde auch nicht gesagt, was für eine Auflösung diese Kamera hat, was für eine Auflösung schlussendlich dieses Display haben wird. Ich bin maßlos enttäuscht, ganz ehrlich. Ihr habt eine Konsole vorgestellt und nichts zu der Konsole gesagt. Ich finde, Ubisoft hat die Konsole besser vorgestellt als der Publisher selbst. Also Nintendo, das war ein absoluter Schuss ins Knie. Richtig schlecht. Nicht ganz so schlecht wie Microsoft war, aber war für mich wirklich einer der Verlierer der, ja, E3 dieses Jahr. Nintendo, das war nichts, wirklich nichts. Das war absolut Kacke. Sagen wir, wie es ist. Und da ist sich die Gaming-Industrie auch total einig. Es gibt nur so ein paar unverbesserliche Nintendo-Fanboys, die sich das jetzt schönreden. Und der Rest ist einfach maßlos enttäuscht gewesen von dieser Präsentation. Man hat sich eine neue Konsole erwartet, man wollte wissen, was kann das Ding, und es wurde nichts gesagt. Ich gehe hundertprozentig davon aus, dass der Wii U-Verkaufsstart ein Riesenflop werden wird, weil das war der Zeitpunkt, wo Nintendo was hätte sagen müssen, was kann das Ding. Wie schon, ich weiß nicht, wer es war, bei einer Präsentation wurde gesagt, die E3 ist so der Super Bowl der Spieleindustrie, und das ist es eben. Und wenn man da nichts bringt, ist es scheiße. Und wenn man dann nicht mal auf die Gamescom kommt, wo man dann wirklich was bringen könnte, ist das genauso Müll. Ihr könnt zwar haufenweise Veranstaltungen machen, wo ein paar Leute hingehen, aber so im Rampenlicht wie auf der Gamescom oder vor allem bei der Electronic Entertainment Expo werdet ihr dieses Jahr nie, nie wieder stehen. Und aus dem Grund, wenn ihr das Ding zum Weihnachtsgeschäft, wurde gesagt, soll es rauskommen übrigens, wenn ihr das Ding rausbringen wollt, und jetzt noch keinen Preis genannt hat in dieser riesen Öffentlichkeit und nicht mal gesagt gehabt haben, wann das Ding genau rauskommt, dann wird das riesig floppen. Und ganz im Ernst, also wenn ihr da nicht so in ein, zwei Monaten mal ein richtiges Brett raushaut und sagt, das Ding hat die und die technischen Eigenschaften und ist Millionen mal besser als die PlayStation 3, ja, ich nur bildlich gesprochen natürlich, dann wird das wirklich die erste Konsole sein von Nintendo, die bei mir nicht ins Haus kommt. So sieht's aus. Und das sage ich als alteingesessener Nintendo-Fan. Maßlos enttäuscht, genauso wie viele andere Nintendo-Fans und vor allem Core-Gamer. Ach du Kacke. Ich bin überzeugt, die Wii U würde eine richtig gute Konsole werden, aber so wie ihr es vermarktet habt, ist einfach nur Wurst. Einfach nur Scheiße gewesen. Ja, so viel von mir mit meiner Meinung zur Nintendo-Pressekonferenz. Die längste Pressekonferenz, über die ich mich jetzt ausgelassen habe, über 12 Minuten. Und wenn ihr noch meine Meinung und die Zusammenfassung zu den anderen Pressekonferenzen hören wollt, also zu Microsoft, Sony, EA und Ubisoft, die für mich dieses Jahr absolut die Gewinner sind, dann schaut jetzt gleich im Anschluss in ein paar Sekunden, habe ich euch ein paar Verlinkungen gemacht, könnt ihr draufklicken und dann werdet ihr auch das andere sehen. Das wäre es dann auch von mir. Ich verabschiede mich von euch, macht's gut, haut rein.